Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Meine Spieleentwicklung geht so langsam aber sicher voran. Ich habe ja in der Zwischenzeit ja so ein kleines Update hier und da mal über ein YouTube-Short-Video gemacht. Ich habe jetzt insgesamt 2 von 3 Welten komplett ja, fertig. Fällt natürlich überall noch Feintuning, ist ganz klar. Ist natürlich erstmal nur so die grobe Fassung, aber ich habe die Levels gestaltet. Ich habe so ungefähr mir ja erdacht und erarbeitet, okay, wie soll es aussehen, wie soll der Verlauf aussehen, was für Herausforderungen sollen euch erwarten. Ich musste natürlich auch so einiges von meinen ja ursprünglichen Ideen wegkürzen, weil ich dann noch gemerkt habe, okay, das wäre jetzt doch zu viel oder ähnliches. Wenn ihr noch nicht mein erstes Video von dieser Reihe gesehen habt, dann blende ich euch das oben natürlich ein. Würde ich euch empfehlen, was ich mir vorher gedacht habe, bevor ich euch jetzt ein Update gebe. Aber ich würde sagen, wir springen mal in Game Boy Studio rein. Die ganz, ganz grobe Übersicht habe ich euch ja schon im ersten Video gezeigt, wie so ungefähr ganz grob Game Boy Studio funktioniert. Und ich habe mir das hier schon, wie ihr seht, schon so ein bisschen ja, zusammengepasst. Und ich möchte euch so ein paar Sachen zeigen, was für Herausforderungen es gibt, was für Features ich eingebaut habe und ja, wie man so allgemeine Gegnerverhalten gestalten kann oder ähnliches. Ja, ihr habt ja hier, wie gesagt, die Übersicht. Hier seht ihr immer die kompletten Levels. Und da seht ihr auch schon, okay, die sind hier alle komplett lang. Woran liegt das? Und zwar, Game Boy hat so ein paar bestimmte Voraussetzungen, was man machen kann. Unter anderem zum Beispiel, dass eine Szene nur so lang sein kann. Und ja, deswegen ist das so die Standardgröße, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und hier bei der ersten Shoot'em-up-Welt, die hier im Level 1-3 auftaucht, also ich habe mir das hier so ein bisschen übersichtlich sortiert. Ihr habt natürlich immer, wenn ihr ein Level geschafft habt, erstmal hier so einen kleinen Übersichtsbildschirm, wo ihr dann halt entsprechend reinspringt. Ihr könnt hier diese Szenen, könnt ihr euch ja frei rumschieben, wie ihr möchtet. Aber ich fand das jetzt so eigentlich ganz übersichtlich, dass ich dann immer hier dann auch gleich so im Vordergrund die Beschreibung hatte, woran das geht. Wie gesagt, es gibt jetzt 2 Welten. Für mich habe ich immer so beschlossen, okay, die dritte Welt oder das dritte Level einer jeden Welt ist das Shoot'em-up-Level. Und wie ihr sehen könnt, ist das hier schon etwas länger als das hier. Und zwar habe ich das dann hier zum Beispiel dann damit erreicht, dass einfach der Bildschirm gewechselt wird. Ne? Weil so das Shoot'em-up-Level, das läuft ja automatisch ab. Und da habe ich gemerkt, okay, wenn ich hier nur so einen Bildschirm oder einmal die maximale Weite irgendwie dafür nehme, das ist mir ein bisschen zu kurz. Das waren dann irgendwie, ich glaube, wenn man das gespielt hat, irgendwie 30, 40 Sekunden. Also wirklich, wirklich nicht viel. Und dadurch muss ich jetzt etwas strecken. Das macht man hier im Prinzip ganz einfach, indem man hier so einen sogenannten Trigger einbaut. Das seht ihr hier, dieses gelb unterlegte Feld. Ich scroll hier kurz mal rein. Da ist der Scrollbalken. Und da könnt ihr dann hier entsprechend definieren, okay, wenn ihr diesen Bereich hier betritt, dann bitte die Szene hier in das entsprechend andere hier wechseln. So läuft im Prinzip ganz viel mit diesen Triggern entsprechend. Zum Beispiel auch hier, wenn ihr in irgendwelche Abgründe reinfällt, dann kommt halt hier als Trigger, okay, ihr kriegt einen Schaden und springt zurück. Ne? Also das habt ihr alles dementsprechend. So baue ich mir die Levels. Hier dieses rote habe ich euch ja schon mal gezeigt. Das sind so im Prinzip die Kollisionen, wo ihr lang könnt und wo nicht. Und hier habt ihr die Gegner. Allgemein zu den Gegnern, die habe ich alle selbst designt. Thematisch habe ich mir jetzt auch von der Story her was überlegt. Ich wollte hier ursprünglich, wollte ich ja so ein bisschen, ja, so den YouTube-Kanal in Spielform. Aber das hat nicht so ganz gepasst, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen als Geschichte, sage ich mal, ausgedacht. Die wird natürlich auch noch ein bisschen besser präsentiert werden als jetzt. Nämlich jetzt ist er momentan gar nicht drin, ehrlich gesagt. Und zwar ist diese Geschichte das Prinzip, 3 klassische Handheld-Sorten von damals Amok gelaufen sind und ihr müsst halt die Welten bereisen und die befrieden. Also in der ersten Welt habt ihr ja schon so ein bisschen gesehen, da ist jetzt alles ein bisschen Gameboy-thematisch, da habt ihr so ein bisschen die Gameboy-Gegner, die hier rumlaufen. Ich gehe hier auch mal nah ran, ne? Die sehen so aus, sind ein bisschen animiert. Dann habe ich hier so Gameboy-Fische quasi, die aus dem Wasser rausspringen. Ich habe hier Gameboy-Fluggegner entsprechend, die euch entgegenkommen. Und in der zweiten Welt, die auch thematisch, wie ihr sehen könnt, so ein bisschen, ja, so ein bisschen ein Höhlensystem sein soll. Da haben wir den Game Gear. Der Game Gear ist natürlich hier auch mit den Standardgegner einigermaßen gezeichnet. Ich habe hier so Fluggegner, die so ein bisschen so kreisförmig sich fortbewegen. Das sieht ganz komisch aus.
Und als Endgegner Bosse habe ich auch eingebaut, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Das ist dann natürlich, ich muss hier immer so ein bisschen hin und her scrollen. Das ist ja natürlich erstmal hier, wenn ihr sehen könnt, ein großer Gameboy, natürlich für die Gameboy-Welt. So, der ist hier mit einer entsprechenden Skriptung und dann natürlich auch hier in der Game Gear-Welt ist es logischerweise ein großer Game Gear. Diesen Game Gear Boss habe ich erst heute fertiggestellt. Da sind hier und da noch so ein paar kleine Sachen, die ich optimieren muss. Aber da würde ich sagen, in diesem Fall zeige ich euch mal, wie so ein Boss, sage ich mal, programmiert wird. Und zwar habt ihr hier immer so ein kleines Update, ne? Erstmal, was soll passieren hier bei dem Boss, wenn er getroffen wird, wenn er quasi initiiert wird. Das heißt, wenn er auf dem Bildschirm erscheint, da habe ich das mal alles so gelassen. Und on Update heißt, dass er diese Liste abarbeitet. Und wenn er damit fertig ist, dann kommt er wieder, fängt er wieder von vorne an. Das ist quasi so eine Schleife, was halt immer wieder abgearbeitet wird. Und habe ich dann halt die entsprechenden Kommandos gemacht, ne? Also ich habe erstmal, wenn man das Bildschirm hier betritt, dass er 2 Sekunden warten soll. Denn ich will nicht, dass der Boss irgendwie sofort loslegt und euch irgendwie alles kaputt macht. Das will ich nicht. Dann kommt hier ein Call-Skript. Das heißt, hier diese Kugeln, das soll so ein bisschen der Bossangriff sein, die sich dann entsprechend durch das Level bewegen. Die sollen dann ausgelöst werden, dann soll er sich bewegen. Weil ihr sollt ja Chance haben, in klassischer Mario-Manie, dass ihr den quasi auf den Kopf springt und damit einen Schaden auslöst. Das heißt, ich habe hier eingestellt, okay, erstmal hier nach unten sich bewegen, dann hier entsprechend zur Seite. Ihr seht hier immer dieser rote Bereich, wo das ist. Dann wieder nach oben. Dann wieder für 2 Sekunden warten, damit das einigermaßen ausgeglichen ist. Dann werden wieder diese Kugeln aktiviert und dann bewegt er sich zurück. Und meine Idee war eben, ich möchte hier so ein bisschen, ich habe so die Idee, es gibt bei Super Mario Land 2, gibt es so einen Vogelgegner, der immer so am oberen Rand ist und ja, so Tornados oder irgendwie das hervorbeschwört und dann ab und zu mal runterkommt. Und das ist in euer Zeitfenster, wenn ihr den treffen könnt. Das war so ein bisschen mein Ziel. Und ich wollte auch was Bewegliches reinbauen. Entschuldigung, ich bin gerade das Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das ist nicht so wild. Etwas Bewegliches reinbauen. Und zwar ist das hier eine Plattform. Die bewegt sich hier einfach von rechts nach links immer. Und ich habe das jetzt so eingestellt, dass der Game Gear im Prinzip hier oben lang fährt. Das heißt, wenn ihr hier ganz normal auf dem Boden steht, weil ich so ein bisschen mehr Bewegung irgendwie reinbauen wollte, wenn ihr unten steht, könnt ihr nicht auf den Game Gear draufspringen. Deswegen braucht ihr diese Plattform. Die bewegt sich halt, dass so ein bisschen, wie gesagt, so ein bewegliches Element da ist. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass ihr euch einfach am Anfang auf diese Plattform stellt und das dann ja, einfach abwartet. Deswegen ist nämlich einer dieser Kugeln, die immer erscheinen, genau auf dieser Höhe, wenn ihr auf der Plattform steht. Also sowieso, wie ihr seht, ich habe dann immer so eine Grundidee, was ich ungefähr erreichen möchte. Und während des Bauens fällt mir ein, okay, gut, das könnte man so irgendwie missbrauchen und so weiter. Und dementsprechend ist das so. Wenn ihr mögt, kann ich euch kurz mal den Boss zeigen. Da muss ich hier kurz mal meinen Screen hier hinschieben, dass wir hier starten. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ich habe das, wie gesagt, erst vor kurzer Zeit fertiggestellt. So. Erinnert das jetzt und ich hoffe hier, dass ich hier das, ich spiele das jetzt mit der Tastatur. Das heißt, es könnte ein bisschen blöd werden. Es fehlt natürlich überall auch an Optimierungsbedarf. Ne? Das ist ganz klar. Ihr seht, ihr rödelt das. Also ich kann mir das hier in meiner Übersicht zum Glück immer irgendwo reinziehen, dass ich bei einem bestimmten Level starten will. Und das ist halt wichtig zum Testen natürlich. Und natürlich, ihr werdet es gleich hören, wenn ihr es in den Shorts nicht gesehen habt. Das Spiel hat schon Musik. Und zwar war das ein echter Glücksgriff. Und zwar der David an dieser Stelle. Viele, viele Grüße an dich. Der macht richtig, richtig geile Musik. Ich verlinke euch mal den Kanal bei uns. Und der hat mich angeschrieben und wollte entsprechend, ja, hat mich gefragt, ob ich Musik brauche. Und da hat er mir die komponiert. Und die sieht richtig, richtig, klingt die gut. Ihr hört so ein bisschen, das ist der Boss-Theme. Wie ihr seht, okay, ich wurde getroffen. Ich habe jetzt die Lebensenergie, sehe ich gerade noch nicht eingebaut. Und hier die Kugeln anscheinend, die treffen auch, wenn die nicht in Bewegung sind. Das sollte natürlich nicht sein. Anscheinend bewegen sie sich immer weiter. Das muss ich noch optimieren. Und dann, wie ihr seht,
treffen wir einfach den Bossgegner. Ist noch sehr grob, ist natürlich noch viel, viel an Bugfixing da. Aber hier seht ihr mal, wie denn so ungefähr dieser Ablauf ist, wie ich das programmiert habe, wie ich es mir so vorgestellt habe. Und Soundeffekte hat mir der David übrigens auch gemacht. Ich will euch jetzt eigentlich gar nicht so viel zeigen. Ich zeige euch jetzt gleich noch am Ende des Videos, schneide ich euch mal so ein paar Szenen zusammen, was es da schon mittlerweile gibt. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier auch schon so ein bisschen so storymäßig Bilder. Da habe ich einen ganz guten Weg gefunden, wie ich mir ganz gut hier irgendwelche Bilder reinbauen kann. Und zwar lasse ich mir die durch eine AI, in dem Fall ist es die Adobe Firefly AI, habe ich mir ein Bild erstellen lassen, weil die Welt 3 soll natürlich Thema Lynx sein. Und ich habe mir gedacht, okay, so die letzte Welt, das ist ja immer so ein bisschen das Schloss des Bösen oder irgendwie sowas, ne? Und deswegen dachte ich mir, okay, das wird so thematisch eher so an einer Art Technologieschloss irgendwie sein. Also diese Level-Sets, sage ich mal, die lasse ich mir immer bauen. Und also bezahle ich wen, weil ich da bin ich nicht gut genug dafür, irgendwelche Gegner so ein bisschen designen, die ganz einfach sind. Das kriege ich gerade noch so hin, aber das. Es gibt eine prima Webseite, die heißt pixelma.com, und die kann euch so ein Bild quasi so konvertieren, dass das hier für die Gameboy Farm entsprechend passt. Deswegen haben wir hier schon ein prima düsteres Schloss. Wie gesagt, die Musikstücke habe ich schon alle. Wenn man hier so reinsieht, sieht man, welche das alles sind. Und zwar, der David hatte mich angeschrieben und hat mir angeboten, okay, hier, wir können gerne zusammenarbeiten, ich kann ja Musikstücke machen. Ich habe ihm nur so eine ungefähre Vorgabe gegeben und er hat so richtig, richtig geile Lieder rausgehauen. Der war sehr, sehr engagiert dabei und ich muss sagen, boah, also die sind richtig, richtig gut geworden. Wie ihr seht, gibt es hier ein paar Lieder. Übrigens, der David hat auf seinem YouTube-Kanal eine Playlist mit den aktuellen Liedern eingebaut, gemacht, und die verlinke ich euch natürlich unten. Und wie ihr hören könnt, ist zum Beispiel das hier von der zweiten Welt, der Soundtrack. Ich bin mal kurz ruhig, damit ihr das vielleicht hören könnt. Ich habe jetzt den Audio etwas runtergestellt, aber ich stelle es mal etwas höher. Wie ihr hören könnt, mir war es halt so wichtig, okay, das soll so ein bisschen eine Höhlenwelt werden, das soll so ein bisschen düster und thematisch werden, also so ein bisschen unheilvoll bringend. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Also ich würde euch empfehlen, hört euch einfach mal entsprechend seine Playlist an. Richtig, richtig gut. Ja, und so arbeite ich da momentan vor mich voran. Ich komme natürlich logischerweise nicht so schnell voran, wie ich das gerne hätte, weil mir da so ein bisschen auch hier und da mal die Kreativität fehlt und natürlich auch die Zeit. Es ist momentan Sommer und so weiter. Da hat man nicht unbedingt so viel Lust, ständig vom Computer zu hocken. Aber ich bin bisher ganz zufrieden. Wie gesagt, da wartet noch sehr, sehr viel auch Optimierungsarbeit. Aber so mit dem Umfang bisher bin ich ganz zufrieden. Wie gesagt, so ein paar Features musste ich halt einkürzen, wie ich wollte ja verschiedene Waffenarten haben und so weiter. Bin ich mittlerweile komplett von abgekommen. Da ich mir denke, okay, diese Waffe, die ich eingebaut habe, die schon, also ne, dieses Modulschießen, das ist schon super mächtig. Das macht das eh schon ein bisschen einfacher. Deswegen nehme ich das auch eher so im Spiel eher weg, dass es dieses Power-Up zwar gibt, aber nur sehr selten da ist und nicht so der Dauerzustand sein soll. Oder auch so Sachen wie, dass ich ja eine dritte Welt, so eine Quetzig-Welt, also ne, analog zu meiner Quetzig-Serie einbauen wollte, habe ich komplett gestrichen. A, wäre das, glaube ich, viel zu aufwendig, da irgendwie eine schlechte Steuerung jetzt extra einzubauen und so weiter. Und B, das macht doch keinen Spaß, oder? Deswegen mache ich das so ein bisschen, gedanklich, also hier die zweite Welt, da habe ich jetzt viel mit selbstbewegenden Plattformen und welchen Stacheln irgendwie gebaut, dass es so ein bisschen mehr Geschicklichkeit ist. Welt 3, weiß ich nicht, ob ich das schaffe, aber versuche ich mal so ein bisschen mehr einfache Puzzles einzubauen und so weiter. Ob ich das noch hinkriege, muss ich mal schauen. Da gibt es halt viel so Tüftelei und ist es halt nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, logischerweise. Aber ich bin bisher sehr zufrieden und ja, schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt und ich hoffe, euch hat so ein bisschen der Überblick gefallen. Wenn ihr vielleicht mal so Fragen habt, so, hey, wie hast du das und das gemacht und wie bist du da jetzt da rangegangen und so weiter, dann stellt ihr auch mal so ein Kommentarfeld, den kann ich dir euch vielleicht im nächsten Devlog-Update auch mal zeigen. Und ja, wie gesagt, jetzt kommt noch ein paar Spielszenen.